Дорогие мои, я так благодарна, что вы столько вопросов мне задаете. Meine Lieben, ich bin so dankbar, dass ihr mir so viele Fragen stellt. И вы знаете, чем сложнее ситуация в мире, тем больше вы мне очень мудрых вопросов задаете. Und wisst ihr, umso mehr schwierige Situationen in der Welt geschehen, umso mehr weise Fragen stellt ihr mir. И вот вы меня спрашиваете, как же так? Началась эра Водолея, эра творчества и просвещения, но почему она началась с войны? Und ihr fragt mich, es begann die Ära des Wassermanns. Das ist die Ära der Erleuchtung und der Entwicklung. Aber warum genau in dieser Ära, warum beginnt hier der Krieg? Дорогие, такие вопросы задают именно те, у кого внутри ангельская душа. Meine Lieben, solche Fragen stellen genau diejenigen, die in sich eine Engelsseele haben. Ja. Ведь мы привыкли с вами жить на высших планетах, в высших мирах, где все находится в блаженстве. Ja, wir sind mit euch gewohnt, in den höheren Welten, in den höheren Planeten zu leben, dort, wo die Göttlichkeit herrscht. Но нас на Землю специально воплотил Тенгу, чтобы мы прошли определенные уроки на физической грубой Земле. Aber Tengri hat uns aus bestimmtem Grund extra auf die Welt inkarniert, damit wir ganz wichtige, ganz bestimmte Aufgaben durchlaufen. Давайте будем помнить, что Земля – это место развития души. Lasst uns daran denken, dass die Welt, das ist der Ort der Entwicklung der Seele. Давайте сравним это, например, со спортивным залом и с человеком, который хочет выиграть олимпийскую медаль. Lasst uns das vergleichen mit einem Sportsaal, mit einem Fitnessraum und einem Menschen, der die olympische Goldmedaille. Человек приходит в спортзал и занимается упражнениями, ему тяжело. Erlangen möchte. Ein Mensch kommt in den Fitnessraum und er muss sich körperlich betätigen und es fällt ihm schwer. И если человек хочет быть чемпионом, то каждый раз, когда он приходит на тренировку, он не просто повторяет программу прошлой тренировки, а он делает больше, он делает что-то с усилием, развивая свое тело. Und wenn ein Mensch ein Champion werden möchte, dann macht er jeden Tag nicht das, was er gestern getan hat, sondern noch etwas mehr, mit mehr Anstrengungen. Das heißt, er entwickelt seinen Körper weiter. Zum Beispiel, bei einem Training seid ihr 1 Kilometer gelaufen. Beim nächsten Training werdet ihr 1 Kilometer und 100 Meter laufen. Und im Endeffekt, indem man Anstrengungen macht für die Entwicklung, kann ein Mensch zum Champion werden. Und so, die Erde ist ein Ort, an dem die Seele lernt. Das ist eine physische, grobe Welt. Und das ist die Welt, in der immer etwas geschieht. Aber wir müssen uns daran erinnern, wieso wir hier sind. Und uns bemühen, innere Anstrengungen zu machen. Wir sind keine Sportler, die den physischen Körper entwickeln. Wir sind Engel, inkarniert in die physische Form, um hier unsere Seele, unser inneres Wesen zu entwickeln. Und die ganze Erde ist ein riesengroßer Fitnessraum. Und wenn Situationen auftauchen, in denen uns Dämonen, verschiedene negative Geister provozieren, es ist sehr, sehr wichtig, dass in uns eine innere, richtige Reaktion entsteht. Нужно молиться и испытывать возвышенные состояния.
Man muss in dem Moment beten und erhöhte Emotionszustände fühlen. Das ist ein Zustand des Mitgefühls, der Gutherzigkeit und wieder des Gebets und des Gebets. Und genau dann, durch das innere Gebet, können wir alle äußeren Dämonen neutralisieren. Natürlich. Und genau dann wird sich die Situation auf der Erde verändern. Und natürlich, jetzt stoße ich darauf, dass Menschen mit ganz vielen verschiedenen schwierigen Situationen, die mit dem Krieg behaftet sind, zu tun haben, in Berührung kommen. Und ich höre oft, dass die Menschen sagen, ich möchte nichts darüber hören, über den Krieg nichts hören. Stellt euch vor, dass ihr zum Sport kommt, um zum Beispiel abzunehmen. Und ihr macht eine bestimmte physische Anstrengung. Aber um unsere ideale Figur zu bekommen, müssen wir mehr Anstrengungen machen, brauchen wir mehr Belastung. Und der Trainer sagt uns, du musst deine Belastung verstärken. Und auf einmal sagen wir, nein, nein, für mich ist das zu viel. Ich möchte diese Anstrengung nicht machen. Aber dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Wir werden nicht diese ideale Figur, die wir uns so sehr wünschen, bekommen. Und dieses Beispiel ist über die äußerlichen Anstrengungen. Aber wir sind gekommen, um innere Anstrengungen zu machen. Und an erster Stelle muss man die Realität sehen. In der Realität existiert der Krieg. Und in der Realität leiden die Menschen sehr, sehr viel. Und ich erlaube mir, das anzunehmen, das zu spüren. Und ja, davon können meine Tränen fließen. Ja, in mir spüre ich einen seelischen Schmerz, einen Schmerz in meinem Herzen. Aber was weiter? Und weiterhin nach diesem Schmerz wird das Gebet geboren. Versteht ihr? Nicht Gleichgültigkeit, sondern Mitgefühl, Gutherzigkeit, Barmherzigkeit, der Wunsch zu helfen. Und die inneren Anstrengungen, sich mit anderen zu versammeln und zu beten. Und genau das ist auch das goldene Zeitalter, auf das wir warten, wo die Menschen aufhören, gleichgültig zu sein. Und unsere innere Welt wird wirklich zum Paradies, unsere innere Welt. Und dann verändern wir dadurch auch die äußere Welt. Ich sehe, dass ihr eine Engelsnatur habt. Und ich warte auf euch, auf unseren Gebeten. Wir müssen zusammen sein. Die Kraft der lebendigen Schamanentrommel ruft sie zu den Kraftorten. Trance-Praktiken, Flüge in andere Welten. Kontakte mit uralten Zivilisationen und die Bestimmung der eigenen Berufung. Alles das finden Sie im nächsten Seminar. Seien Sie mit der Kraft. Seien Sie
im Kraftort.